Die Umfragewerte für die ÖVP haben ja nicht allzu gut ausgesehen. Die lagen teilweise bei unter 40%, bei 38%, teilweise sogar 37%. Wie zuversichtlich sind Sie, dass heute doch der Vierer bei den ersten Umfrageergebnissen bzw. den ersten Hochrechnungen dastehen wird? Also wissen Sie, an und für sich bin ich von Grund auf ein äußerst optimistischer Mensch und daher war ich auch bei allen Wahlkampftagen und Wahltagen sehr zuversichtlich und das bin ich auch heute. Warum sollte ich es nicht sein? In wenigen Minuten werden wir einfach sehen, ob sich die Zuversicht tatsächlich erfüllt oder nicht. Aber wie auch immer, ich meine, so ein Wahltag ist natürlich gespickt mit Emotionen. Die einen in großer Freude, die anderen in Enttäuschung. Ich kann nur allen raten, am heutigen Tag noch die Emotionen auszuleben und für morgen in der Früh wieder die Realität walten zu lassen. Denn letztendlich muss man schon wissen, mit der Demokratie spielt man nicht, auch bei noch so vielen Emotionen, so oder so. Und ab morgen in der Früh wird es dann einfach notwendig sein, dass sich die politischen Parteien wieder zusammentun. Und wenn das stimmt, was man so gehört hat, nämlich in der Kommunikation in den vergangenen Jahren, dass das Miteinander die Oberhand hatte, dann ist einfach angesagt, dass morgen das Miteinander wieder fortgesetzt wird. Trotz aller Emotionen, die halt im Laufe des Wahlkampfs vorhanden waren. Johanna Mikl-Leitner hat dezidiert vor Rot-Blau gewarnt, beziehungsweise vor Blau-Rot. Aber die Neos haben auch vor der ÖVP gemeinsam mit der FPÖ gewarnt. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit aus Ihrer Sicht, dass Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer sich da gemeinsame Sache machen könnten? Das kann ich nicht einschätzen und zwar deswegen, weil erstens ich das Wahlergebnis nicht weiß und zweitens, weil ich auch nicht vorwegnehmen kann, wie dann letztendlich die Parteiengespräche laufen. Das ist natürlich, wie ich gesagt habe, eine Frage des Realitätssinns nach dem Wahltag. Und der bestimmt letztendlich auch den Weg in den kommenden Tagen und Wochen. Und das Einzige, was ich hoffe, weil das werden Sie mir sicher zugestehen, mir das Land und der Fortgang des Landes sehr, sehr am Herzen liegt. Schließlich und endlich habe ich 40 Jahre meines Lebens für dieses Land gearbeitet. Die einzige Hoffnung, die ich habe, besteht einfach darin, dass das, was im Überschwang der Emotion im zurückliegenden Wahlkampf halt doch lautstark hinausgesagt wurde, dass man das wieder trennen kann von der Vernunft im Weg der Arbeit für das Land. Hand aufs Herz, schaut man das schon ein bisschen darauf, was macht die Nachfolgerin, was würde man da vielleicht anders machen, macht man das überhaupt oder würden Sie sagen, nein, Sie haben das Ruder komplett aus der Hand gegeben? Natürlich schaut man darauf, aber Sie wissen ja, glaube ich, was ich mir vorgenommen habe, schon am Tag, bevor ich das Land in neue Hände gegeben habe, nämlich, dass ich mich zu aktuellen Fragen nicht zu Wort melde und ich habe das auf Punkt und Beistrich oder, wenn Sie es wollen, auf Sekunde eingehalten und das werde ich auch in Zukunft tun. Wer auch immer in Zukunft Verantwortung in diesem Land trägt, dass ich mich nicht einmenge und vor allem keine Ratschläge in der Öffentlichkeit gebe. Ich mache das und sage das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern ich habe in den zurückliegenden Jahrzehnten oftmals einfach gesehen und auch am eigenen Leib verspürt, was es heißt, von jemandem Ratschläge zu bekommen, der keine Verantwortung hat. Und ich habe jetzt keine Verantwortung mehr und daher glaube ich, habe ich auch gut daran getan, mich in der Öffentlichkeit nicht zu Wort zu melden. Aber das heißt nicht, dass ich nicht mit Leib und Seele letztendlich am Land weiterhänge und dass mir das Land am Weg nach vorne sehr am Herzen liegt.